Wir gehen am Wochenende ins Theater. Warum nicht Kino? Ich bin mehr für Kino. Wir haben nur einen freien Tag am Wochenende und an dem gehen wir ins Theater. Immer bestimmst du. Das ist Tyrannei. Früher noch, da war ich deine Königin. Da hast du mich auf Händen getragen. Tja, das schwor ich dir dummerweise vor dem Traualter. Vor unserer Ehe war Anarchie, erinnerst du dich? Jeder hat gemacht, was er wollte. Ja, aber eigentlich wollten wir, als wir uns kennenlernten, alles demokratisch regeln. Ewiges Gerede. Statt abends auszugehen, diskutierten wir ewig und drei Tage, wo wir abends hingehen sollten. Und bleiben schließlich vor dem Fernseher hängen. Immer noch besser als Tyrannei. Wie wäre es, wenn wir uns wie Aristokraten benehmen, ganz höflich abstimmen, wohin es geht, heute Kino, morgen Theater? Das geht nicht. Vergiss nicht, wir sind zu dritt inzwischen. Stimmt. Du und ich und unsere Kleines. Einen Babysitter haben wir nur einmal an diesem Wochenende. Den bezahle übrigens ich. Und darum willst du jetzt bestimmen wie ein Oligarch? Im Grunde sind wir alle drei doch Egoisten. Du mit deinem Theaterfimmel. Und du mit deinem Kinofimmel. Und das Kleine mit seinem Mama-Papa-Fimmel. Jeder setzt 1000 Tricks ein, um seinen Willen durchzusetzen. Dabei haben wir uns doch alle lieb und wollen in unserer Freizeit möglichst alles gemeinsam machen. Aber sicherlich. Oder meinst du, ich gehe als einsame Seele ins Theater, während du im Dunkeln des Kinos mit irgendeiner hübschen Sitznachbarin anbändelst? Können wir da nicht irgendeine Regelung finden? So ein Gesetz? Okay, aber wer ist der Gesetzgeber? Machiavelli meinte, wer Gesetze aufstellt, muss voraussetzen, dass alle Menschen böse sind und zum Guten gezwungen werden müssen. Aber wir haben uns doch alle lieb. Tja. Oh, ich glaube, unser Kleines weint. Kleiner Tyrann! Ich gehe schon hin. Und was nächstes Wochenende betrifft? Ludokratie. Frei nach Machiavelli. Das bedeutet, wir würfeln aus.